Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dysons 4 Program und shit, wir verbrauchen zu viel Kaffee. Oh, weil der das hier nicht mehr mitnimmt. Nee. Verbrauch ist aktuell relativ hoch, offensichtlich. Na gut, so wird auch die Säure wieder ein bisschen verbraucht. Haut's nur rein. Jetzt wird's wieder mehr. Okay, was machen wir gerade eigentlich? Ich bin gerade irgendwie voll draußen. Das ist voll. Das muss auf jeden Fall rennen. Und das macht es aktuell auch. Automatisch produziert. Das braucht deutlich mehr Stein als Stahl. Okay, führen wir das dann am besten hin. Denk mal hier hin. Und dann da einfach drüber. Rupp, einfach hoch hinaus. Da wird das schon passen. Gut. Ach Gott, wenn es irgendwelche Probleme gibt. So. Okay.
Kann man aber hier vielleicht ein bisschen upgraden. Keine Assembler, meine Güte. Naja, Graphen fehlt natürlich. Ah, falsche Richtung. Jawohl, da wird's wieder mehr. Und da mangelt schon wieder an Carbon Nanotubes. Das ist gar nicht. Hä? Komisch. Jetzt ist es wieder da. Ja. Achso. Hoppla. Das gehört natürlich auch verlängert. Jetzt fehlen sie wirklich. Scheiße. Zu wenige. Von da kommt nur wenig an. Von dort kommt auch nur wenig an. Wann kommt von da so wenig? Da gibt es irgendein Problem. Die haben kein Graphen. Okay. Und haben die kein Graphen, weil die hier keinen Wasserstoff verbrauchen und dadurch der Wasserstoff geringer ist. Okay, dann müssen wir hier einen Algorithmus schaffen, der sagt, es soll möglichst hier priorisiert sein. Beziehungsweise auch auf der anderen Seite vielleicht. So. So. Mit der Möglichkeit, alles verbraucht wird, was hier so ankommt. Das können wir mal unterbinden. Das hier auch, damit es mal von da reinkommt. Das wird halt leider hier priorisiert. Staus dann hier immer zurück. Kann es natürlich so ein bisschen umgehen erstmal. Kurzzeitig. Jetzt haben wir auf einmal zu viel Wasserstoff, ne? Jetzt verbrauchen die auf einmal zu wenig. Sachen gibt's. Plötzlich haben wir viel zu viel Kasimir-Kristalle. Da scheint die Produktion auch zu laufen, wenn auch zu wenig. Interessanterweise.
die Verproduktion auch stark verstärkt, ne? Okay. Diesmal warum daher weniger Carbon Nanotubes kommen, aber von hier sollten sie auch kommen, aber die Schiffe sind unterwegs und schwer beschäftigt offensichtlich. Das heißt, wir müssen da was ändern. Boah, fliegen doch viele Raketen oft, ne? Problematisch sind halt die Solar Sails. Okay, was brauchen wir für Silos? Ah, verdammt. Das ist das nächste, was wir sich anschauen müssen. Was haben wir denn da daheim? Da hinten. Okay, da passiert jetzt Gott sei Dank wieder was. Wir müssen irgendwo eine bessere Produktion für diese Partikelcontainer bauen. Das Problem ist nur, die brauchen viel Zeug, das ist teuer. Es sei denn, wie gesagt, wenn wir das machen, die Unipolarmagneten, das Problem ist, von den Unipolarmagneten gibt es natürlich jetzt nicht so viel. Man steht jetzt nicht da, aber das ist jetzt auch nicht so eine Riesenmenge, glaube ich, dass wir die dafür verschwenden sollten. Das heißt, wir sollten vielleicht doch lieber diese Produktion dort ausbauen. Was eh schon ein bisschen problematisch ist. Weil Graphen ja hier schon schwierig ist. Aha, okay, jetzt mangelt es an Graphit. Weil keine Kohle mehr da ist. Zu wenig Kohle, zu wenig Graphit. Zu wenig Graphen. Oh, beziehungsweise zu wenig Kupfer hier. Okay. Ah, weil die nicht mehr genügend produzieren. Gut, dann müssen wir von hier einen Abzweig machen. Machen wir das am besten. Jetzt sind wir hier wieder leer. Gut, dass wir das schon produzieren. Jetzt gibt es hier keine Steine mehr. Weil hier alles voller Glas ist. Ein bisschen was ist trotzdem produziert worden, immerhin. Man sieht schon, da ist noch jede Menge Kapazität übrig. Gut, passt. So, das kommt nämlich hier weg. War eh unnötig, offensichtlich. Die bringen noch nicht mehr viel. Dann soll sie auch wieder schneller vorangehen. Dann verlegen wir das hier dahin und da. Na, nicht ganz so weit. Halt. So. Mir so viele.
Tschüss. So. Weil da brauchen wir, glaube ich, drei Dinge dafür. Und glücklicherweise sind die wieder suboptimal. So. Weiß jetzt gar nicht, wie viel die brauchen, aber das. Das sind schnell. Das wird sich nicht ausgehen. So. Ich denke mal, das werden wir so machen müssen. So. Okay, das geht noch nicht. Oh. So muss es dann sein. Gut. Oh ja, Output wäre sicher auch nicht schlecht. So, dann haben wir die Produktion vervielfacht. So haut das jetzt hoffentlich hin. Hier müssen wir halt irgendwie schauen, dass wir wieder an Graphit rankommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Da oben, das ist ja auch kaum noch. Ah, da kommt die Kohle von irgendwo anders. Von hier. Vielleicht könnte man sich daran ein bisschen beteiligen. Und klar, wir können natürlich da die Generatoren oben entfernen, ne? Ein bisschen stutzen. So viel brauchen wir da nicht. Dann schauen wir da durch. Und da müssen wir irgendwo ran. Genau. Gut, dann gibt es jetzt hier auch wieder Kohle für Graphit.
mehr raus. Raus, das passt. Da rennt's auch. So, und die bekommen jetzt auch wieder Kohle, wenn auch noch nicht lange nicht genug offensichtlich. Immerhin etwas, kommt wieder ein bisschen Graphit nach und wir müssen jetzt wieder laufen. Oh oh. Zu wenig Turbinen hier. Liegt das am Output? Das könnte am Sorter liegen. Es liegt am Sorter. Das Problem ist natürlich, dass der Verbrauch wahrscheinlich die Produktion weit überschreiten wird. Oh, der Part ist auch schon zu Ende, oder? Oh ja. Und ja, der Verbrauch überschreitet die Produktion. Und gar nicht mal so wenig, leider. Das ist das nächste Problem. Okay, die laufen hier jetzt wieder. Es gibt wieder mehr Graphit. Ah, Graphen. Das wird eh nur hier produziert, ne? Das wird ja gar nicht importiert. Oh oh. Das wird uns auch noch am Schädel fallen. Aber über das können wir, über solche Dinge können wir im nächsten Part nachdenken. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.